Schön, schön. Es sind weniger Leute da als gestern. Das war klar, das war mir klar. Gestern war es ein reines Männerpodium. Und heute ist es ein reines Frauenpodium, zumindest am Vormittag. Und da war es mir schon klar, da brechen viele weg. Aber umso schöner, dass ihr da seid. Vielleicht ein bisschen ergänzend zu, was Jan gesagt hat, eine kleine Vorstellung noch von mir, weil es ist ja nicht unbedingt jetzt schlüssig, dass man quasi vom ARD-Auslandskorrespondenten-Dasein zur Unternehmensberaterin wird. Also vielleicht eine kleine Hintergrundinformation noch zu meiner Person. Ich bin 1967 in Rumänien geboren worden, Mitglied der Siebenbürger Sachsen, der deutschen Minderheit in Rumänien. Und meine Mutter ist 1968 in den Westen geflüchtet, nach München, und hat uns dann die gesamte Familie ab 1971 nachholen können nach Deutschland im Zuge der Familienzusammenführung und Rauskauf aller Deutschen oder vieler Deutschen aus Rumänien. Und so bin ich also in München groß geworden, sozialisiert worden, habe da studiert. Und aber dieser ganze Balkan, der hat mich einfach nicht losgelassen. Der war halt natürlich in der Familie, ja. Und das ist bis heute noch so, dass wenn wir irgendwie Geburtstage feiern oder was auch immer, Familienfeste, dann stinkt immer die ganze Straße nach Knoblauch von unseren Grillfesten. Und also Balkan, der blieb bei mir in der Familie. Hört ihr mich noch oder ist das jetzt ausgefallen? Also der Balkan, der blieb bei mir also in der Familie und hat mich nicht losgelassen. Und so habe ich dann später... nachdem ich 8 Semester Physik abgebrochen habe, Slawistik studiert und osteuropäische Geschichte. Ich habe mich ganz auf den Balkan konzentriert, auf eben Bulgarien, Rumänien, also aus diesen, sagen wir mal, extrovertierten Balkanländern, aus denen ich irgendwie komme, habe aber auch Russisch studiert und war sehr viel dann im Anschluss in Russland, Weißrussland, der Ukraine, ganz viel natürlich in Bulgarien, Rumänien unterwegs, im Kosovo, in Mazedonien. Erst noch als Studentin, später dann, nachdem ich das Studium wirklich also in 6 Semestern runtergerissen hatte, weil ich dann echt schon wusste, das will ich und nichts anderes, bin ich dann zum Journalismus gegangen. Also ich bin als Quereinsteigerin in den BR gegangen, erst als Hörfunkjournalistin, dann als Fernsehjournalistin. Später dann habe ich für alle ARD-Anstalten, also alle dritten Programme gearbeitet, mit meinem Themenschwerpunkt der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in Osteuropa und vor allem in Südosteuropa. Und habe dann später gearbeitet für die gesamte ARD, ZDF, ORF, Dreisat, Arte, also für den gesamten deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Raum. Das ist jetzt so eine Zeit von 1996, meine aktive Zeit so bis 2010. Ich meine, als junger Mensch, da ist man, reist man viel rum, ne, und kommt viel rum. Und irgendwann dann hatte ich aber dieses Auslandskorrespondentenleben doch durchaus satt, weil irgendwie 8 Monate im Jahr nur rumflitzen, nur in Osteuropa und schon gar nicht mehr wissen, wo man zu Hause ist. Das ist schön für eine Zeit, wenn man jung ist, aber irgendwann so für die zweite Lebenshälfte habe ich mir dann doch was anderes vorgestellt. Und da Arbeit mit der Kamera, mit Menschen vor der Kamera, Arbeit hinter der Kamera, Recherche, investigativ unterwegs sein, sich in diesen ganzen Lebenswirklichkeiten Osteuropas, aber auch Westeuropas tummeln, da das natürlich meine Erfahrung aus der ersten Lebenshälfte ist, habe ich mir gedacht, Mensch, ich kann mit Menschen arbeiten, die vor der Kamera sind, ich kann Trainings geben, ich kann Leute schulen, die Auftritte haben, ich habe viel Präsentationstrainings gegeben, Kommunikationstrainings, Führungskräftetrainings, noch zu meiner Zeit als aktiver Journalistin, eben um Leute fit zu machen für einen Auftritt vor der Kamera, um Leute fit zu machen für einen Auftritt in der Öffentlichkeit und bin dann so allmählich darauf gekommen, Mensch, Kommunikation ist so wesentlich im Umgang mit Menschen und es ist so wesentlich im Umgang mit Mitarbeitern. Es ist wesentliches Führungsinstrument und so wenige Menschen können es eigentlich wirklich gut. Ja. Und so bin ich allmählich dazu gekommen, eben mich mehr und mehr zu befassen mit Themen des menschlichen Miteinanders. Bin mittlerweile eben Coach, gehe vielen Unternehmen und Organisationen, um die dort zu beraten, aber nicht in diesen klassischen unternehmensberaterischen Feldern wie Wirtschaftsprüfung oder eben wirtschaftlichen Feldern, sondern in denen, die mit Personal und Mitarbeitern zu tun haben, mit guter Führung. Ein kleiner Seitenaspekt noch, ich habe mich in meiner Zeit als ARD-Auslandsreporterin spezialisiert auf die Themen Menschenhandel und Ausbeutung der Arbeitskraft und Ausbeutung
zum Zweck des sexuellen Missbrauchs. Zwangsprostitution und Menschenhandel waren meine Themen über 12 Jahre lang, meine Spezialthemen im Bereich dieser politischen Berichterstattung. Und ich habe mich weit über mein Berufsbild hinaus engagiert für diese Themen, für Opfer von Menschenhandel, habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet und habe für dieses ehrenamtliche Engagement den Preis Frau Europas 2007 verliehen bekommen von der Europäischen Bewegung Deutschland. Ich sage immer, das ist hier diese Brosche, das ist mein europäisches Spiegelei, sieht aus wie so ein Spiegelei, das ist dieser Preis und ich bin darauf recht stolz, denn es ist so, am Anfang habe ich immer gedacht, oh, was brauchen wir Preise? Ich wusste, ich bin nominiert, war damals noch unter 40 und wusste, dass ich den Preis nicht vor 40 bekommen würde, weil man muss erst 40 sein, bevor man, gilt übrigens auch fürs Bundesverdienstkreuz, bevor man sowas kriegt. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, brauche ich keine Preise. Wir als Journalisten bewegen die Welt so oder so. Als ich ihn dann bekommen habe, aber war ich ziemlich stolz darauf, dass diese Leistung auch gewürdigt wird. Ja? Würdigung ist ein ganz wichtiges Thema im menschlichen Miteinander, wird viel zu oft unterschätzt. So, langer Rede, kurzer Sinn. Was ich Ihnen heute oder womit ich, nicht nur was ich Ihnen sagen möchte, sondern womit ich mit Ihnen arbeiten möchte in dieser Dreiviertelstunde, die wir haben, ist das Thema Wertschätzung und Würdigung und Respekt. Ich habe meinen Titel, meinen Vortrag genannt, Human Resources, Rohstoff, Mensch, Fragezeichen. Und sage, Human Resources, Ressourcen sind etwas, was ausgebeutet wird. Na, klassischerweise, wir sagen immer Ressourcen ausbeuten, Ressourcen abbauen, Ressourcen ausbeuten. Wenn man Menschen als Ressourcen sieht, dann kann man Menschen doch ausbeuten. Stimmt's? Ist doch die logische Konsequenz. Was passiert allerdings, wenn man Menschen und ihre menschliche Arbeitskraft ausbeutet? Menschen oder die menschlichen Ressourcen werden weniger. Sie werden abgebaut, sie bauen ab. Sie sind nicht mehr so leistungsfähig. Und Sie alle kennen das sicher. In Unternehmen, da wird eher auf diese harten Werte geguckt oder Hard Skills auch, ja. Harte Werte wie Macht und Wirtschaftswachstum und die Zahlen müssen stimmen und es muss gewachsen werden um jeden Preis. Und Mitarbeiter, Human Resources, die Personalabteilung, die ist ja immer so unter ferner Liefen in Unternehmen. Ach ja, sehr oft auch geleitet von einer Frau. Das ist dann so das Einzige, wo dann Frauen mal in Führungspositionen so eher kommen. Also Human Resources, Personal so eher, ja, nice to have, ähnlich wie Kommunikation, nice to have, wird nicht erkannt, dass das sehr wichtig ist. Gut, Human Resources. In Unternehmen, stiefkindliches Dasein. Dabei wird nicht darauf geguckt, dass Mitarbeiter nicht nur kosten, sondern Mitarbeiter werden sehr oft einfach als Kostenfaktor abgetan. Ja? Oh Mann, kostet so wahnsinnig viel. Oh, und diese ganzen Lohnnebenleistungen, Krankenversicherung, Sozialleistungen, kostet alles wahnsinnig viel. Dann werden sie auch noch krank, kostet noch mehr. Mitarbeiter werden zu gern als Kostenfaktor, Kostenverursacher gesehen und weniger als diejenigen, die einfach auch Kosten ersparen oder Gewinne bringen, wenn sie entsprechend motiviert sind, gewürdigt sind, wertgeschätzt werden. Ich will hier kein Psychoblabla ablassen, abgesehen davon, dass ich mir mehr wünschen würde, Psychoblabla auch im Alltag zu haben. Aber ich möchte ein paar Studien Ihnen vorstellen, denn ich stehe ja hier vor Unileuten, die wollen immer wissen, wo kommen Quellen her. Was meinen Sie, was ganz oben auf der Wunschliste von Mitarbeitern steht, wenn Sie sich einen idealen Arbeitsplatz vorstellen? Ich gebe Ihnen mal ein paar Auswahlmöglichkeiten. Bezahlung, Arbeitsplatzsicherheit, Aufstiegsmöglichkeiten, Freizeit oder Wertschätzung? Sagen wir mal, wer ist hier für Bezahlung? Ganz wenige. Okay, wir sind hier in einer Nachhaltigkeitsvorlesung. Arbeitsplatzsicherheit? Schon mehr. Ja, okay. Aufstiegsmöglichkeiten? Interessiert hier null, war völlig klar. Okay, zwei Leute. Freizeit. Gut, auch schon viel. Wertschätzung? Yay, richtig. Tatsächlich ist absolut unübertroffen der Wunsch nach Respekt und Wertschätzung durch die Führungskraft, durch Mitarbeiter, eben durch Kollegen, an oberster Stelle, weit abgeschlagen. Es gibt ein Beratungsunternehmen, Mercer, die haben in 22 Staaten, also Deutschland und Europa, mal geguckt, eben was ist der wichtigste Faktor für einen idealen Job, und es kommt eben raus, Respekt, Wertschätzung ist es.
Eine weitere Studie, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben hat, da haben sie in 314 Unternehmen 37.000 Mitarbeiter befragt. Und da kam dann raus, erschreckend, dass sich nur 36% der Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz anerkannt fühlen. Die meisten anderen litten unter Angst, unter ihrem Job. Also Angst vor Mitarbeitern, Angst vor Kollegen, Angst vor Chefs in erster Linie. Sie litten unter unfairer Bezahlung und mangelndem Respekt. Ist völlig klar, dass das Auswirkungen hat auf die Motivation, auf das Wohlfühlen am Arbeitsplatz und auf die Leistung. Wie lange wird wohl so ein Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, dem wenig Respekt und noch dazu eine unsichere Bezahlung oder geringe Bezahlung, unsicherer Arbeitsplatz droht? Der wird nicht allzu lange bleiben, der geht. Das heißt, ein Mitarbeiter, der geht, der hat wirklich viele Kosten verursacht oder verursacht auch Kosten. Dann, wenn der nächste kommt, der muss erstmal eingearbeitet werden. Ne? Das verursacht also erstmal ein halbes Jahr Einarbeitung, da ist er nicht voll leistungsfähig, dann sind andere Mitarbeiter, die noch mit einarbeiten müssen und dann bleibt er vielleicht nur 2 Jahre. Oh, das hat das Unternehmen viel gekostet. Eine weitere Studie, das Universitätsklinikum Düsseldorf hat den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Respektlosigkeit am Arbeitsplatz und dem körperlichen und geistigen Leistungsabfall festgestellt. Irgendwie scheint es völlig klar, aber man muss es ja auch wissenschaftlich beweisen. Also Respektlosigkeit verursacht wirklich Krankheit. Dann gibt es eine Studie, die sich auf die USA bezieht. Das ist ein Think Tank, Level Playing Field Institute in San Francisco. Die sagen, der wirtschaftliche Schaden dadurch, dass Unfairness und Respektlosigkeit in Unternehmen herrscht, der wird allein in den USA auf 64 Milliarden Dollar geschätzt. Und last but not least eine Studie der Bonner Unternehmensberatung Deep White und der Universität St. Gallen, dem MCM Institute. Da zitiere ich jetzt wörtlich. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, die Arbeitswelt in deutschen Unternehmen ist insgesamt durch harte Werte wie Macht, Verantwortung und Hierarchie geprägt. Zu viel Routine, Führung mit Angst oder eine schlechte Streitkultur haben aber einen nachgewiesenen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und damit auf den Geschäftserfolg. Der geschäftliche Erfolg ist abhängig von der Wertekultur. Und jetzt kommt's. Ein Viertel des Erfolgs von Unternehmen kann mit der gelebten Wertekultur am Arbeitsplatz erklärt werden. Also der Erfolg eines Unternehmens wird zu einem Viertel mitbestimmt durch Wertschätzung, durch Respekt. Wir hatten ja gestern auch gehört, Herr Eckert hatte uns das ja sehr anschaulich auch erklärt, dass menschliches Material, Human Resources, dass Menschen zunehmend psychische Störungen aufweisen, Mitarbeiter. Ne? Also Menschen leiden im Vergleich zu früher, da kann man jetzt fragen und sollte man auch zu Recht fragen, hat man früher nicht so genau hingeguckt oder gab es diese statistischen Erhebungen noch nicht, aber im Vergleich zu früher leiden sie unter viel, viel mehr psychischen Störungen. Was meine ich damit? Oh, jetzt muss ich dieses Mikro irgendwie. Überlastung ist so eine psychische Beeinträchtigung. Überlastung kennen Sie sicher auch. Ah, danke Jan. Bitte schön. So. Überlastung, das ist, wenn Sie lust- und antriebslos sind, wenn Sie so ein bisschen urlaubsreif sind, das kennen Sie alles aus Ihrem Studium. Upsi, andersrum. Erschöpfung. Bei Erschöpfung, da ist die Vorgeschichte der Belastung weniger als 3 Monate her. Also Erschöpfung ist so eine Zwischenstufe zwischen der Überlastung und dem Burnout. Burnout ist dann, wenn die Erschöpfung und die Entfremdung von dem, was man eigentlich tut, eintritt und wenn man so das reduzierte Gefühl von Kompetenz hat, also wenn man denkt, ich kann eh nichts bewegen, es ist völlig sinnlos, was ich auch tue, diese Sinnlosigkeit ist da. Das ist dann diese Abwärtsspirale, die eintritt. Ganz egal, was ich tue, es hilft doch nichts. Ich rackere aber immer weiter, komme noch tiefer in die Erschöpfung rein, kann mich noch weniger identifizieren. Ich hoffe nicht, dass hier unter Ihnen Menschen sind, die schon mal Burnout erlebt haben. Ich habe es. Dann kommt die Depression, das ist die nächste Stufe, obwohl es zwischen Burnout und Depression große Überlappungen gibt.
Es ist sogar so ein bisschen schick zu sagen mittlerweile, das war damals vielleicht vor 10 Jahren oder so noch nicht so, schick zu sagen, oh, Burnout, ich habe einen Burnout. Weil Burnout ist eigentlich das andere Wort für, wenn man in die Depression gerät. Da gibt es ganz große Überschneidungen. Die Depression ist aber auch zu einem ganz großen Teil eine Stimmungsstörung. Im Gegensatz jetzt, wenn man sagt, Burnout wird unterschiedlich also diagnostiziert, aber Burnout ist eher ein Erschöpfungssyndrom, ja, wo man wirklich völlig am Ende ist, während bei Depression noch diese Krankheit, diese Stimmungserkrankung dazukommt. Nehmen sich also nicht viel Burnout und Depression. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, danke Jan, ich sage ein bisschen ketzerisch, Burnout ist schick, Depression ist unschick. Ne? Mit Depression, da geht man nicht hin und sagt, oh Mensch, Kinder, heute komme ich in die Arbeit, ich fühle mich total depressiv. Ja? Dann kommt man eher hin und sagt, ich arbeite so viel, ich bin nah am Burnout. Weil Burnout ist ja gesellschaftlich auch ein bisschen akzeptiert. Denn Burnout, ausbrennen, bedeutet ja, man muss mal gebrannt haben, um auszubrennen. Ne? Nur wer wirklich brennt, der kann auch ausbrennen. Und wer brennt, der ist natürlich engagiert im Job, der ohne Rücksicht auf Verluste macht er einfach, arbeitet er 16-Stunden-Tage durch und das ganze Monate hinweg. Also das ist in Augen von Arbeitgebern gern gesehen, oder nicht gern gesehen, wenn es dann zur tatsächlichen Krankheit kommt, aber so Burnout, ja, bedeutet ja brennen für den Beruf. Angststörung ist die letzte Stufe dieser Spirale abwärts. Und Angststörung ist etwas, das Sie alle kennen. Sie alle haben mal Prüfungsangst gehabt oder haben vielleicht mal eine andere Angstsituation. Über 50% der Menschen kennen im Laufe ihres Lebens Angststörungen. Das können kurzfristig vorübergehende Störungen sein, eben völlig unbegründet, wo sie denken, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht oder oh Gott, ich werde diese Prüfung nie schaffen oder oh Gott, ich habe Existenzängste, ich weiß nicht, wie die nächsten 3 Monate überleben soll. Meistens resultiert das aus einer starken emotionalen Überlastung, wenn man in die Angst hineinkommt. So, warum sage ich Ihnen das alles? Das sind die psychischen Belastungen, die psychischen Störungen, die die Menschen von heute aufweisen. Und diese seelischen Kosten verursachen auch echte Kosten. Denn man kann zwar sehr wohl sagen mit dem englischen Sprichwort, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Ja, wenn du es nicht aushältst im Job, wenn du den Belastungen nicht aushältst, dann geh, wo du wohnst, Alter. Aber tatsächlich sind diese seelischen Kosten, die schlagen zu Buche. Und ich habe hier mir ein paar Zahlen rausgesucht, denn Sie wollen ja ein paar Zahlen sicher hören. Das Manager-Magazin hat geschrieben, nachdem die Strategieberatung Booz & Company eine Studie durchgeführt hat, dass den deutschen Unternehmen pro Jahr rund 130 Milliarden Euro Kosten durch die Erkrankungen der Mitarbeiter entstehen. Das sind Kosten, die entstehen, wenn Mitarbeiter krank werden und fernbleiben der Arbeit. Es sind aber auch Kosten, die entstehen, wenn Mitarbeiter krank werden und trotzdem kommen und eben völlig platt ausgepowert an ihrem Schreibtisch hängen. Das ist der sogenannte Präsentismus. Ja? Und gar nicht so wenige Mitarbeiter kommen tatsächlich völlig krank in die Arbeit, weil sie sich nicht trauen, krank zu sein, wirklich krank zu sein und sich auszukurieren. Runtergebrochen bedeutet das übrigens 3.600 Euro jährlich pro Arbeitnehmer, pro Kopf des Arbeitnehmers. Und natürlich sind es vor allem die psychischen Krankheiten, oder psychischen Störungen, die wahnsinnig zugenommen haben. Nämlich eine andere Zahl hier, 8% gestiegene Krankentage von 2012 auf 2011, also von 2011 auf 2012. Also 8% gestiegene Krankentage der psychisch Erkrankten und der Krankenstand ist damit so hoch wie vor 13 Jahren zuletzt. Ganz rasant nehmen psychische Erkrankungen zu bei Männern, nämlich über 20%. Und jetzt gucken Sie sich mal an, die häufigsten Krankheiten, wenn man sich die mal anguckt, sind Rückenleiden, Atemwegserkrankungen und psychische Erkrankungen. Das sind die ersten drei Krankheitsursachen. Und wer genau guckt, merkt Rückenleiden, Bandscheiben, lauter solche Sachen, Atemwege. Viel davon ist sicherlich psychosomatisch. Denn diese Übertragung von Überlastung und dass sich das widerspiegelt eben im Krankheitsbild, die ist ja auch bewiesen. So, wir dürfen also gespannt sein, wie das weitergeht, wenn man nicht auf sich achtet. Das war jetzt mal das Horrorszenario. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was kann man denn eigentlich tun?
So, und ich bin ja hierher gekommen noch mit einem Rucksack aus der ersten Lebenshälfte, nämlich mit der Kompetenz in Sachen Film. Und ich habe Ihnen ein paar Filmchen mitgebracht, vielmehr ein kurzes oder zwei. Übrigens etwas, was ich mache mit meiner Filmproduktionsfirma, der Bell Media. Wir machen Filme, die zum Einsatz kommen in Unternehmen und Organisationen, um eben Mitarbeiter Schulungen vorzunehmen, damit Trainer unterrichten können, damit Inhouse Personalmanager vielleicht ein bisschen mehr Einsicht in die Unternehmen, die das wollen, bringen können. Und da möchte ich jetzt, bevor ich den Film zeige, Sie noch mal kurz fragen: Hat jeder von Ihnen einen Banknachbar, mehr oder weniger? Ja, gehen Sie doch mal kurz zu zweit zusammen, wirklich nur ganz kurz, so 2 Minuten oder so. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, was verstehen Sie unter Wertschätzung? Sagen Sie sich das mal gegeneinander. Was ist für Sie Wertschätzung und wie zeigt sich denn Wertschätzung so in Ihrem Alltag? Und wie zeigen Sie denn Ihren Mitmenschen zum Beispiel Wertschätzung? Ne? Was tut Ihnen gut an Wertschätzung? 2 Minuten mal, tauschen Sie sich mal intern aus. Zu zweit oder zu dritt hier, wo Sie. Okay, 2 Minuten sind vorbei. Die reichen nicht wirklich, um sich auszutauschen über so ein komplexes Thema, oder? Aber Sie haben ja noch die Mittagspause, in der Sie arbeiten können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber haben Sie sich so Gedanken mal gemacht in Ihrem normalen Leben, so über Wertschätzung? Oder ist das für Sie, kommt das jetzt für Sie überraschend? Vielleicht kann ich 2, 3 Stimmen hören. Was ist Ihnen, gab es da irgendwie etwas, eine Erkenntnis, wo Sie sagen, boah, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht? Oder ein kleines Beispiel, was Sie erzählen möchten zu diesem Thema, ja? Aber Also kurz, kurz. sagen, ganz kurz, also ich habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und eigentlich, wir sind einig in diesem Fall. Also ganz wichtig ist zuhören, ohne zu beurteilen. Einfach die Menschen zuhören, nicht oberflächlich. Und es nennt man auch so Stören im Kopf oder einfach Lärm in Kopf. Bevor jemand was sagt, du denkst schon, was kann ich gegen sagen? Und das ist eben das ein Problem. Also zuhören, ohne zu werten, ohne schon im Kopf irgendwie ein Urteil zu fällen. Und Okay. auf jeden Fall Mitgefühl, in diesem Fall Mitgefühl? Mitgefühl, weil. Also, wenn du andere verstehen willst, dann musst du einfach ja ein Gefühl zeigen oder ein Mitgefühl verstehen, richtig verstehen, was er meinte oder sie Mitgefühl und meinte. Empathie, ja, also zuhören und Mitgefühl, Empathie haben, ja? Und eigentlich erster Punkt natürlich ist Selbstschätzung. Also Respekt erstmal, wenn du dich selber respektierst und liebst und alles für sich selber machst eigentlich, dann kannst du das auch geben. Also du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ja, also Respekt für sich selbst, Wertschätzung für sich selbst. Gut. Andere Stimmen? Da möchte jemand was sagen, da hinten noch, okay? Gut, dann Sie als Drittes. Das ist jetzt vielleicht eine Antwort so ein bisschen außerhalb Ihrer Frage, aber ich möchte einfach mal ja, ein bisschen ausdrücken, dass ich das ein bisschen bedauerlich finde, wenn wir hier in dieser Veranstaltung, ja, wo es eigentlich um Nachhaltigkeit gehen sollte, quasi in einer ökonomischen Perspektive da rangehen und sagen, Menschen sollten wertgeschätzt werden, weil das kostet. Also ich finde, dieser Primat der Ökonomie, der muss überwunden werden und nichts anderes. Also wir dürfen nicht mehr in die Gesellschaft also schauen und dann gucken, das kostet, wenn Menschen. Ja. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle? Wichtig, was Sie sagen. Ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, dass ich hier plädiere für Kostensenkung. Es ist nur, schlag den Feind mit seinen Mitteln. Ja? In Mitarbeiter zu investieren bedeutet ja sehr oft, dass Unternehmen sagen, das kostet noch. Aber sie sehen nicht, wie viel es kostet, wenn sie es nicht tun. Ich persönlich plädiere sehr wohl für einen nachhaltigen Umgang mit Menschen. Ja? Und ich hoffe, dass das auch so rauskommt. Ich würde gern trotzdem zurück zum Thema kommen und mal kurz gucken, ob was Ihnen aufgefallen ist bei diesem kleinen Austausch über Wertschätzung in Ihrem Leben. Wir können nachher auch noch weiter darüber sprechen. Da gab es hier noch die Meldung.
Ja, also wir haben in dem Gespräch gerade festgestellt, dass es eigentlich einen großen Unterschied in der Wertschätzung gibt zwischen Männern und Frauen, also wie Frauen wertgeschätzt werden oder Männer wertgeschätzt werden, dass bei Frauen häufig das Aussehen dann einen großen Anteil hat oder einen sehr wichtigen Raum einnimmt, wenn bei Männern eher drauf geguckt wird, eben wie leistungsfähig ist man oder wie viel hat man erreicht oder sowas, dass da ein großer Unterschied in der allgemeinen Wahrnehmung besteht. Zweiter Punkt, der mir in der Diskussion dann aufgefallen ist, dass ich mich am wohlsten gefühlt habe, wenn ich jetzt selber bei der Arbeit sozusagen Wertschätzung versucht habe auszudrücken, dass es manchmal einfach schön war, jemanden eine Wertschätzung dafür auszudrücken, was eigentlich selbstverständlich war. Also wenn jemand was gemacht hat, was seine Aufgabe war, aber trotzdem zu sagen, Dankeschön oder das ist, das hast du jetzt schön gemacht oder irgendwas sozusagen zu sagen für eine Sache, die eigentlich in einem Arbeitsprozess selbstverständlich ist und es trotzdem zu tun, dass das häufig eine sehr positive Rückkopplung auch gegeben hat. Also ein gutes Feedback geben, auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte, nach dem Motto, eben nicht handeln, nach dem Motto, nicht getadelt ist schon genug gelobt, so ungefähr. Und ganz wichtig aus der Aspekt, dass unterschiedliche Wahrnehmungen, da gibt es Wertschätzung zwischen Männern und Frauen. Schön auch, dass Sie das sagen. Vielleicht noch eine dritte Meinung, wer was sagen will? Nö. Dann möchte ich, ja, oder gibt es? Dann möchte ich Sie kurz konfrontieren mit einem kurzen Film und ich möchte Sie bitten, darauf zu achten, was läuft hier schief. Es ist übrigens ein echt erlebtes Beispiel, ja? Nichts Überzogenes. So, das ist der hier. Was ist denn das? Katharina! Ja, Matthias, was gibt's? Das ist eine Katastrophe. Das ist eine einzige Katastrophe. Wer ist dafür verantwortlich? Moment. Was denn für eine Katastrophe? Ja, auf unserer Website. Die neuen Messetermine. Die stehen immer noch nicht auf der Startseite. Die müssen so schnell wie möglich beworben werden. Am besten seit vorgestern. Wer hat denn da versagt? Ich habe das an Simon weitergegeben. Der wird wohl dran arbeiten. Na, also das war ja klar. Simon! Kannst du mir mal verraten, wozu ich einen Programmierer bezahle, wenn der nichts, aber auch gar nichts auf die Reihe kriegt? Jetzt mach mal halblang, Matthias. Wir hatten in letzter Zeit total viele Änderungswünsche. Er kam bestimmt einfach noch nicht dazu. Was? Er kam nicht dazu? Ich hatte dich doch gebeten, ihm klarzumachen, wie wichtig das für uns ist, oder? Ja, hattest du. Und? Wer hat da jetzt versagt? Du oder Simon oder ihr beide? Ich habe Simon gesagt, dass die Termine dringend auf die Webseite müssen. Was soll ich denn sonst noch tun? Ja Mensch, dann musst du das eben ein bisschen mit mehr Nachdruck machen. Schaffst du das nicht, oder was? Das ist eine Katastrophe. Das ist eine einzige Katastrophe. Woher sollen die Kunden denn von unseren Messeterminen erfahren, wenn wir sie noch nicht mal auf unserer Webseite haben? Also, hab ich's denn hier nur mit Idioten zu tun? Wie gesagt, ich habe das an Simon weitergegeben und er hat eigentlich versprochen, das zu machen. Ja, aber offensichtlich hat er es doch nicht gemacht! Dieses verdammte Arschloch! Naja, das kommt davon, wenn man die ganze Nacht durchfeiert und einen Dicken markieren muss. Also eins habe ich dir. Der kann lange warten, bis ich seine Rechnung bezahle. Oder noch besser, ruf ihn an und sag ihm, wenn die Termine nicht bis Mittag online sind, dann hat er morgen einen Auftraggeber weniger. Worauf wartest du noch? Ruf ihn an! Was ist hier schiefgelaufen unter dem Aspekt der Wertschätzung? Ein paar Meldungen. So, der Herr wieder, dann da. Kurz und knackig. Also hier hat einfach Kommunikation gefehlt. Also er hat Kommunikation Probleme. Die haben also, doch geredet? Naja, also er hat einfach E-Mail geschickt und wahrscheinlich die Aufgaben nicht richtig erklärt. Also ich nehme an, also der Programmierer ist gar nicht faul, er ist einfach, naja, also er hat nicht verstanden, was er machen soll. Ja. Es ist nicht nur das, aber Sie sind das in der merken Situation, die anderen Menschen. Sie sind in der Situation jetzt, eine Hypothese, dass es der Programmierer nicht verstanden hat, eine andere könnte sein, dass der, dass die Mitarbeiterin es nicht richtig weitergegeben hat, die dritte könnte sein, sie hat es ihm wirklich nicht gesagt, alles mögliche. Mhm. Aber was ist hier in der
ja, also Tatsache ist, dieses Ding ist nicht drauf. Was läuft hier zwischen Mitarbeiterin und dem Chef falsch? Also was ist da falsch gelaufen? Naja, falsch gelaufen, er hat einfach zu laut gesprochen, also keine Ruhe erstmal und er kann eine nicht Ruhe mit geduld. Menschen kommunizieren einfach. Also wie gesagt, das ist kein Kommunikationsproblem. Okay, danke. Also gebrüllt hat er und war laut und ja. Das Hauptproblem ich kann auch laut sprechen. Einfach. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass keine direkte Kommunikation stattfindet, weil die Mitarbeiterin wird in eine Rolle gedrängt, die sie nicht möchte. Weil sie ist vom Typ her eher diejenige, die auf einen Kompromiss, Bereitschaft und auf Verständnis aus ist. Und der Chef ist eher, sage ich mal, der anpisst. Das heißt also, sie gibt quasi diese Sache dann auch nicht so weiter, wie das wäre. Das heißt, eigentlich müsste sich der Chef direkt mit den Mitarbeitern auseinandersetzen und nicht über diese Zwischenstation die Kommunikation stattfinden. Weil das würde garantiert eher zu einem besseren Verständnis zwischen den beiden führen. Natürlich wird es auch an der Stelle knallen. Aber die Hauptleitende ist ja momentan die Sekretärin an der Stelle. Weil die wird in eine Rolle gedrängt, dass sie zwischen zwei Konfliktparteien eine Zwischenkommunikation einnimmt. Wird immer so sein. Ich meine, kann nicht immer sein, dass der Chef mit all seinen Leuten direkt kommuniziert. Wenn man sauer ist, dann muss man schon das direkt machen. Wenn man merkt, also die sie ist nicht die Leidtragende eigentlich. Genau. Ja. Sichtlich sein, dass sie den anderen Mitarbeitern Schutz nimmt. In dem Moment muss ihm ja klar sein, dass er sich dann direkt an ihn wenden muss. Also er lässt die Wut an ihr aus, aber was ist konkret in dieser Situation da dann, also er hat gebrüllt, ist ihm noch was aufgefallen, was unter diesem Aspekt Wertschätzung, wie er sich verhalten hat oder falsch verhalten hat, was hätten sie stattdessen gemacht? Also er hätte sich an sie direkt, nicht an sie wenden müssen, sondern an die Mitarbeiter, die das gemacht hat. Mhm. Das finde ich einfach sauber. Aber er hat ihr doch die Aufgabe gegeben. Ja, aber ja? Okay. Trotzdem ist ja am Schluss so, dann kann man mit ihr kurz reden und also, dann redet man mit den anderen. Also am besten wäre ein freier Gespräch eigentlich, wo alle da sind, wo alle Stellung beziehen. Aha, okay. Das heißt, ich vielleicht also direkte Kommunikation auch mit demjenigen. Genau, gut. Und er hat sie jetzt als Sündenbock quasi hingestellt. Noch eine Meinung? Hier die Dame hier oben. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei dem Beispiel ist, oh Gott, ist das laut, ist, dass einfach direkt kommuniziert wird, die unterschiedlichen Bedürfnisse, auch was jetzt da gerade falsch gelaufen ist und auch, dass es nicht so zu einer vulgären Aussprache kommt und diese Fäkalwörter benutzt werden, auch aus der Chefetage, das ist einfach meiner Meinung nach nicht möglich und da sollte man auf andere Art kommunizieren und das muss man aber, glaube ich, auch lernen. Ja, genau. Nämlich auf welche? Was wäre hier besser gewesen? In einem ruhigen, sachlichen Ton. Ruhigerer Ton? Sachlicherer Ton? Zu beschreiben, was jetzt gerade das Problem ist und vielleicht auch problemorientiert da zusammen dran zu gehen. Und ich denke mal, da kommt man auch eher zum Endeffekt als durch sowas. Also Problem angucken, Problem analysieren, ruhiger, sachlicher Ton, nicht brüllen. Mhm. Gut, dann war hier noch eine Meldung in der Mitte. Nee, gibt es noch eine Meldung? So. Ja, hier noch? Naja, also die ganze Kommunikation war ja eigentlich nur destruktiv. Also er hat zum Beispiel nur gefragt, wer hat hier versagt? Er hat gefragt, habe ich nur mit Idioten zu tun? Also es waren die ganzen rhetorischen Fragen, die er gestellt hat, die waren alle sehr negativ. Abwertend. Und er hat im Prinzip seine ganze Energie auf dieses Destruktive gelegt, wobei er gleichzeitig was Konstruktives hätte machen können, indem er sagt, okay, wir haben dieses Problem, was machen wir, wer macht was? Also das hat er überhaupt nicht gemacht. Mhm. Genau, also destruktiv, abwertend, wer hat versagt, Idioten, Arschloch, all diese Dinge. Es gibt in der Theorie eine Bezeichnung für diese Art des Respekts oder Disrespekts. Also es gibt zwei Arten von Respekt oder Wertschätzung. Das ist der sogenannte vertikale und der horizontale Respekt. Der eine ist leistungsbezogen, der andere ist personenbezogen oder verhaltensbezogen ist der eine und personenbezogen der andere. Also wenn man kann einem Menschen Respekt entgegenbringen, indem man die Leistung von ihm würdigt und man kann einem Menschen Respekt gegenüberbringen, indem man seine Person würdigt. Destruktives Verhalten, so wie es hier gelaufen ist, hat beides abgewertet. Ja? Also der ist auch ausfällig geworden durch das Brüllen ihr gegenüber, hat sie also im horizontalen Respekt, in dem der Person gegenüber verletzt und hat sie aber auch im vertikalen verletzt, nämlich ihre Leistung. Gut, diese beiden Aspekte gibt es ja, verhaltensbezogen oder leistungsbezogen und personenbezogener Respekt. Und es gibt ein sehr schönes Prinzip, das Harvard-Prinzip, kennen Sie das? Wer hat das schon mal gehört, Harvard-Prinzip? Möchten Sie sagen, was es ist? Nee? Gut, das Harvard-Prinzip, das ist ein Prinzip aus der Verhandlungskunst, das besagt, hart in der Sache, weich zu den Menschen.
Und das drückt es eigentlich sehr genau aus, was dieses Respektsverhältnis ist. Hart in der Sache, weich zu den Menschen. Also man kann sehr wohl in dem Respekt, was die Leistung angeht, anders reagieren, aber das, was die Person angeht, das ist Wertschätzung. Das ist trotzdem auf Augenhöhe bleiben. Ne? Hart in der Sache, weich zu den Menschen. Harvard-Prinzip. Angesichts der Zeit würde ich Ihnen gerne noch kurz mal das Positivbeispiel zeigen. Es geht nämlich auch anders in der Führungskultur und zwar ohne, dass man gleich die Dreierkonferenz einberuft, die in der Praxis schlecht möglich ist, wenn die Aufgabe wurde delegiert. Ja? Jetzt kann man nicht irgendwie eine therapeutische Sitzung einberufen von jemandem, der vielleicht auch möglicherweise drei Städte weiter wohnt. Ja? Aber wie könnte es denn laufen, wenn diese Prinzipien, hart in der Sache, aber weich zu den Menschen, das Harvard-Prinzip, die Wertschätzung, der vertikale und der horizontale Respekt gewahrt sind? Gucken wir uns doch mal an, wie es anders laufen kann. Und ich möchte Sie auch hier bitten zu gucken, was ist jetzt anders? Katharina, Könntest du kurz mal zu mir kommen? Ich speichere gerade noch das Dokument ab und dann komme ich sofort. Okay. Setz dich. Was gibt's denn? Also ich habe gerade gesehen, dass die neuen Messetermine immer noch auf unserer Homepage fehlen. Die sollten doch eigentlich bis heute Morgen auf der Startseite stehen. Ja, das stimmt. Hattest du das an Simon weitergegeben? Ja, also ich habe gestern eigentlich sofort mit ihm nach unserem Gespräch telefoniert und er hatte eigentlich auch versprochen, das vorzuziehen und bis heute Morgen zu machen. Okay. Oh, das ist ja echt ärgerlich. Naja, aber wir hatten auch wirklich viele Änderungswünsche in letzter Zeit. Ich glaube, Simon rödelt schon ganz schön arg. Okay, das stimmt schon. Aber die neuen Messetermine, die müssen jetzt wirklich allerhöchste Priorität haben. Das ist wirklich wichtig, dass die heute noch auf die Startseite kommen. Am besten, ich rufe Simon gleich mal an und frage ihn, was dazwischen gekommen ist. Mhm. Vielleicht haben wir ihn ja wirklich ein bisschen erschlagen mit unseren ganzen Ad-Hoc-Änderungswünschen in der letzten Zeit. Ja, es ist schon gerade sehr viel, was immer sofort erledigt werden muss. Naja, du hast ja recht, Katharina. Wenn ich mit Simon jetzt spreche, dann frage ich ihn auch gleich, ob wir ihm in Zukunft unsere Prioritäten einfach deutlicher machen müssen. Ich meine, bei diesen ganzen Telefonkonferenzen, da kann es ja leicht mal sein, dass man was übersieht. Aber sowas sollte eben nicht passieren. Die Termine müssen da unbedingt heute noch stehen. Ja, wir sollten auf jeden Fall unser System noch mal verbessern. Also gut, ich wollte einfach auch nur sicher sein, dass du das vorher mit ihm abgesprochen hast, bevor ich ihn anrufe. Ich danke dir, Katharina. Na klar, gerne. Sagst du mir Bescheid, was du mit Simon besprochen hast? Na klar, das mache ich. Ich höre es schon förmlich. Ihr denkt jetzt alle, zu weich gespült. Was lief anders? Was ist euch aufgefallen? Oh, jetzt hat er eingeschlafen. Ja, bitte? Der Chef hat auch nicht alle Anschuldigungen so abgewiesen an die anderen beiden, sondern hat auch was auf sich genommen. Also das fand ich bei dem anderen Beispiel ziemlich arg, so von wegen, ihr seid die Idioten und ich bin hier der Alleskönner. Mhm. Also nicht sie ist die Alleinschuldige, sondern es gibt immer mehrere Verantwortliche, ja? Mhm. Okay, was war noch anders? Ja? Kein Sündenbock. Wenn dieses krasse Tadel stattfindet, ist es einfach blöd, jemanden dazwischen zu machen, weil das macht ihn psychisch fertig. Genau. Die Sündenbockfunktion ist weg und es wird über das Problem geredet. Sie hatten es ja vorher kurz angedeutet. Also das Problem wird thematisiert. Sie waren das. So, wer hatte noch was hier? Ja? Ja, es war eine ganz andere nonverbale Kommunikation. Er ist ja im ersten Moment auf sie zugegangen, hat sie, also ist aufgestanden, selber zu ihr hingegangen, hat sie gefragt, hat dann abgewartet. Hat sich dann hingesetzt und einen Stuhl rangeholt in der
nebeneinander sitzenden Positionen mit ihr gesprochen, sie auch auf dem Bildschirm schauen lassen, dass sie selber das Problem auch gleich erkennt. Augenhöhe hergestellt sozusagen, ne? Hat sie ja auf eine Ebene geholt, im Sitzen und nicht im Stehen angebrüllt und so, sondern ins Sitzen geholt. Wird aktives Zuhören praktiziert. Ja, aktiv zugehört. Was heißt aktiv zuhören? Er hat, ja, das stimmt gesagt zum Beispiel. Ja, das stimmt, Katharina. Bestätigung. So, oder mal was wiederholt. Aktiv zugehört, genau. Sonst noch was, was euch aufgefallen ist? Was Ihnen aufgefallen ist? Also, ja? Er hat nicht nur gesagt, dass es vielleicht jetzt ein Problem entstanden ist, dadurch, dass mehrere Leute zusammengearbeitet haben, sondern er hat auch gesagt, dass es vielleicht an der Methode liegt. Also, und auch, dass vielleicht die Konferenzen vielleicht jetzt nicht so optimal gelaufen sind, aber was ja eher dann ein methodisches Problem ist. Genau, also er hat richtig als Chef reagiert, nämlich indem er überlegt hat, wie könnte man jetzt strukturell was ändern, wenn irgendwie was falsch läuft. Ne? Also er, der ja die Führungskraft ist, der dann auch überlegt, okay, nicht das konkrete Problem, sondern vielleicht stimmt irgendwas an dem System nicht und wir müssen an der Struktur noch was verbessern. Ja? Also sonst noch was? Also dann fasse ich zusammen, was daran wichtig ist, wertschätzend und respektvoll. Und er war ja hart in der Sache. Ja? Er hat gesagt, es ist unbedingt wichtig, absolute Priorität, dass diese Dinger rauf müssen. Punkt. Ja? Hart in der Sache, weich zu den Menschen, weich zu seiner Mitarbeiterin, die ja noch nicht mal die alleinige Schulträgerin ist. Ne? Also Augenhöhe herstellen. Ton nicht destruktiv, Ton nicht anbrüllen, sondern natürlich, man kann ein bisschen ärgerlich sein, aber nicht diesen Menschen gegenüber. Auf den Ton achten, denn der Ton macht die Musik. Nonverbale Kommunikation, trotzdem offen bleiben. Blickkontakt, nebeneinander sitzen oder voreinander sitzen, auf jeden Fall sitzen oder auf derselben Augenhöhe bleiben. Aktiv zuhören, durchaus auch sagen, das stimmt oder nochmal was wiederholen, was der andere vorgesagt hat, habe ich das richtig verstanden? Was zu bedenken geben. Das alles sind Mittel der wertschätzenden Kommunikation. Ja. Und Führung durch Wertschätzung, Führung durch Fragen, durch aktives Zuhören und richtige Fragen stellen, das ist richtig gute Führung. Und das ist auch nachhaltige Führung. So, und jetzt mache ich mal den ganzen Bogen zu dem, was Sie auch gesagt hatten. Nachhaltiger Umgang mit Menschen, mit Human Resources, bedeutet, sich diese Menschen, die Mitarbeiter, arbeitsfähig und leistungsfähig zu erhalten. Das ist der Umgang zwischen Mitmenschen. Nachhaltiger Umgang aber auch mit sich selbst ist, das sagten Sie, ist unglaublich wichtig. Denn nur wenn wir selbst auch gucken, wie wertschätzend gehen wir denn mit uns um, beuten wir uns selbst aus? Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der Selbstständige, die selbst und ständig arbeiten, sich sehr wohl, sehr leicht, sehr gerne selbst ausbeuten. Also es ist nicht immer nur die Ausbeutung durch andere, obwohl die ganz massiv im Vormarsch ist. Und ich sage, ich meine, ich komme aus dem Thema des Menschenhandels und ich sage, menschliche Sklaverei, Ausbeutung der Arbeitskraft und sexuelle Ausbeutung, das sind Themen des nächsten Jahrhunderts oder dieses. Ja, das ist wirklich im totalen Kommen. Ausbeutung der Arbeitskraft und sexuelle Ausbeutung. Sehr hip. Und ich könnte Ihnen Geschichten erzählen von Sweatshops, die nicht in Asien sind, sondern Sweatshops, die hier in Bulgarien und Rumänien sind, wofür große deutsche Marken, wirklich Näherinnen in Bulgarien oder in Rumänien, eingeschlossen werden in ihren Nähstuben und nicht rausgelassen werden 9 Stunden lang und vielleicht auch nur 2 Mal auf Toilette gehen können und solche Sachen. Und der Betreiber dieses Sweatshops ist dann nicht unbedingt ein Bulgare oder ein Rumäne, sondern ein Grieche. Und gearbeitet wird aber für das deutsche Modeunternehmen. Und das ist coole Globalisierung der Ausbeutung. Jedenfalls, das ist ein anderes Thema. Dazu könnte ich Ihnen nochmal 5 Stunden erzählen, aber dazu bin ich nicht hier. Nachhaltiger Umgang mit den anderen, aber auch mit sich selbst, bedeutet, bei sich selbst auf eine gute Work-Life-Balance achten. Sich mit sich selbst auch ein bisschen beschäftigen und zu gucken, wo sind meine Motivatoren, wo sind meine Demotivatoren, was mache ich gern, wo bin ich in meiner vollen Kraft? Und in die Arbeit, in die ich gehe, bin ich da auch an der richtigen Stelle? Man kann auch hier gucken, wie ist das im Team? Bin ich an der richtigen Stelle in einem Team? Tue ich wirklich das, was ich am besten kann? Das wäre auch eine Aufgabe der Führungskraft. Aber schauen, wie geht es mir selbst gut und worauf muss ich achten? Und eben im Miteinander mit anderen, wo muss ich bei dem anderen drauf achten, dass ich mit dem wertschätzend umgehe? Wertschätzung hat also auch da 2 Seiten. Wertschätzung zu sich selbst, Wertschätzung mit anderen. Das ist nachhaltiger Umgang. So, und jetzt nochmal zu gucken, wie ticken denn Unternehmen? Unternehmen sind eben noch so drauf, dass sie gucken auf Kosten.
junge Startups, Nachhaltigkeitsunternehmen, und zwar, ich meine jetzt echte Nachhaltigkeit, die nicht sich so einen grünen Anstrich gibt oder so eine kleine Kosmetik, so eine Nachhaltigkeitskosmetik, so weil es nur gerade schick ist, das Wort, ja? Sustainability, Nachhaltigkeit, yeah, wir sind nachhaltig. Echte Nachhaltigkeit, achtet darauf, auf sich selbst und auf andere. Alles andere ist Kosmetik. Ich stehe für Ihre Fragen jetzt zur Verfügung.